Hallo ihr Lieben, heute gibt es mal wieder einen Tag. Und zwar gibt es den Entweder-oder-Buch-Tag. Ich habe diesen Tag vor knapp 4 Jahren, als ich gerade in diese Wohnung eingezogen bin, schon mal gemacht. Und ich finde, das ist auch ein guter Zeitpunkt, dieses Video zu wiederholen, denn wir ziehen ja jetzt demnächst aus dieser Wohnung aus. Und ich dachte mir, wenn das der Tag ist, den ich gemacht habe, als ich hier eingezogen bin, dann kann das auch der Tag sein, den ich mache, wenn ich hier ausziehe. Ich bin gerade dabei, ein bisschen vorzuproduzieren und ja, ich habe jetzt hin und her überlegt, was ich für Videos drehen kann. Und das Problem ist, alles, was ich drehen wollen würde, kann ich teilweise nicht mehr drehen, weil die Bücher schon alle in den Kartons sind. Ihr seht zwar hier im Hintergrund noch die Bücher, aber das ist ja nur ein Teil von meinen Büchern. Der andere Teil war ja drüben in der Stube und der ist schon komplett im Karton. Mein Sub ist schon komplett im Karton und ich habe tatsächlich nur noch diese Bücher, die hier im Hintergrund sind. Und das begrenzt meine Auswahl an Videos, die ich drehen kann. Deswegen gibt es heute den Entweder-Oder-Tag, weil das ein allgemeiner Tag ist, wo ich mich nicht spezifisch auf ein Buch festlegen muss. Und ja, ich dachte mir, so zum Abschluss in dieser Wohnung gibt es diesen Tag nochmal. Und ja, ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Video. Die erste Frage ist entweder ein schmales Buch oder ein dicker Wälzer. Ich würde mich in diesem Fall immer für das schmale Buch entscheiden, denn ich lese zwar ab und an mal einen dicken Wälzer, also man sieht es ja auch hier, hier ist die Passage-Trilogie von Justin Cronin, was für mich so die dicksten Wälzer sind, die ich habe, abgesehen jetzt hier von Harry Potter, aber das sind so die dicksten Bücher, die ich habe und ich habe davon nicht sehr viele. Die meisten Bücher, die ich habe, sind kleine, feine Taschenbücher und die lese ich auch am liebsten, weil ich da auch einfach das Gefühl habe, dass ich zum Ende komme bei den Büchern. Also ich mag bei dicken Büchern immer nicht, dass ich immer das Gefühl habe, ich schaffe es einfach nicht, das Ganze zu Ende zu bringen. Also, wisst ihr, was ich meine? Ich bin dann immer so ein bisschen demotiviert, wenn ich in der Geschichte nicht so schnell vorankomme. Deswegen favorisiere ich definitiv immer die schmalen Bücher und ja, lese eher selten mal einen dicken Wälzer. Es sei denn, es lässt sich natürlich nicht vermeiden, wie zum Beispiel bei Throne of Glass. Da werden ja die Bücher proportional zu den Teilen immer dicker und der 7. Teil hat über 1000 Seiten. Das ist ja so ein Oschi, wenn man sich das in der Buchhandlung mal anguckt. Das ist... Ja, also da kommt man dann nicht drum rum, so einen dicken Wälzer zu lesen, aber ich favorisiere immer noch die Taschenbücher. Ihr könnt euch ja den Tag vom letzten Mal nochmal mit angucken und gucken, ob die Fragen immer noch gleich beantwortet werden oder ob ich inzwischen eine andere Meinung zu manchen Dingen habe. Wenn euch das interessiert, ich verlinke euch den Tag nochmal unten in der Infobox. Ansonsten machen wir weiter mit zweitens. Entweder neues Buch oder gebrauchtes Buch kaufen. Und ich war damals so, dass ich damals schon gesagt habe, glaube ich, dass ich neue Bücher favorisieren würde, ich aber auch öfters mal gebrauchte Bücher kaufe. Das hat sich in den letzten Jahren bei mir geändert. Ich kaufe nur noch ganz, ganz selten gebrauchte Bücher. Das hängt doch einfach damit zusammen, dass ich meinen Sub nicht weiter aufbauschen wollte. Weil man ist bei Medimops oder so, wenn man dort Bücher bestellt, schnell mal verleitet, mehr Bücher zu bestellen. Also man kauft dann halt für 30, 40 Euro einmal ein und kauft dann 7, 8, 9 neue Bücher. Und das habe ich mir in den letzten Jahren abgewöhnt. Ich glaube, ich habe im Schnitt eine Medimops-Bestellung pro Jahr in den letzten beiden Jahren gemacht. Wenn ich davor die Jahre sehe, da waren es noch alle 3 Monate quasi eine Medimops-Bestellung. Und ja, deswegen tendiere ich im Moment wirklich mehr zu neuen Büchern kaufen und keine gebrauchten mehr. Das ist zwar, wie gesagt, so gesehen teurer, aber ich brauche halt auch nicht mehr so die Masse an Büchern. Ich habe so einen hohen Sub. Und den muss ich auch versuchen, das mal irgendwie runterzukriegen. Deswegen lieber ein neues Buch und dafür halt weniger als halt die Masse an Gebrauchten. Und ich werde dem Ganzen nicht mehr her. Deswegen lieber ein neues Buch. Die dritte Frage ist entweder historischer Roman oder Fantasy. Wer mich kennt und guckt, der weiß, wie die Antwort ist. Definitiv immer Fantasy. Ich bin absolut zum aktuellen Zeitpunkt kein historischer Romanleser. Also im Moment spricht mich das Ganze einfach noch nicht an. Das kann sich natürlich in ein paar Jahren noch mit ändern. Lesegeschmäcker entwickeln sich ja auch immer weiter und verändern sich. Aber zum gegenwärtigen Zeitpunkt würde ich immer definitiv lieber zum Fantasy-Roman greifen, anstatt zum historischen. Im Moment, wie gesagt, sprechen diese Bücher mich einfach nicht an. Liebe Fantasy-Geschichten einfach und das ist halt einfach mehr mein Ding im Moment. Die nächste Frage ist entweder Hardcover oder Taschenbuch. Und ich muss sagen, ich bin tendenziell immer noch ein riesengroßer Freund von Hardcovern und ich finde Hardcover auch immer noch wunderschön. Aber ich gehe im Moment tendenziell doch eher zu den broschierten Büchern. Das sind auch irgendwie die Bücher, die ich am meisten im Regal habe. Also ich habe weder Taschenbücher noch Hardcover so viele, wie ich broschierte Bücher habe.
Und ich finde broschierte Bücher auch echt praktisch. Sie sind A, nicht so klein wie Taschenbücher. Sie sind von der Aufmachung her immer noch mal ein bisschen schöner, weil sie haben immer noch so eine Klappe dran. Und sie fassen sich auch einfach ein bisschen hochwertiger an wie Taschenbücher, sind aber nicht so teuer wie Hardcover. Ja, also ich würde in dem Fall hier broschierte Bücher favorisieren, weil wie gesagt, davon A besitze ich am meisten und B ist das so ein gutes Mittelmaß zwischen einem Taschenbuch und einem Hardcover, finde ich. Obwohl, wenn mich einer fragen würde und es gäbe jedes Buch als Taschenbuch oder als Hardcover, würde ich trotz allem immer zum Hardcover greifen, wenn es die finanziellen Mittel denn zulassen, weil Hardcover sind halt echt teuer. Und man überlegt sich dann halt schon, kaufe ich mir jetzt zwei Taschenbücher für das Geld oder ein Hardcover, ne? Also es gibt so Bücher, wo ich sage, wenn es da ein Hardcover gibt, die würde ich immer als Hardcover kaufen. Und es gibt halt so Bücher, wo ich sage, ah, das brauche ich jetzt nicht so zwingend als Hardcover, da würde ich auch aufs Broschierte oder aufs Taschenbuch warten. Ich finde ja sowieso momentan geht ja generell der Trend eher weg von den Taschenbüchern hin zu den Broschierten. Und ja, ich mag broschierte Bücher und ja, deswegen würde ich mich in dem Falle für die Broschierten entscheiden, auch wenn es entweder Hardcover oder Taschenbuch heißt. Aber ich entscheide mich mal hier für die Broschierten, weil das, finde ich, ist ein gutes Mittelmaß. Und ja, aber wie gesagt, wenn ich ganz, ganz viel Geld hätte und es gäbe jedes Buch als Hardcover, würde ich immer das Hardcover nehmen, weil diese Bücher einfach richtig, richtig toll sind meistens. Fünftens, entweder ein lustiges Buch oder ein trauriges Buch. Ich würde hier prinzipiell mich immer für das lustige Buch entscheiden, weil, ja, ich finde, es gibt in meinem Leben immer schon viel zu viele ernste Themen und viel zu viel Sachen, die einen auch mal runterziehen und dann brauche ich nicht auch noch solche Bücher lesen, die mich zusätzlich deprimieren. Deswegen würde ich mich an dieser Stelle immer für das lustige Buch entscheiden. Ich kann euch, was das betrifft, auch Untot von Christine McKay wirklich nur empfehlen. Es ist eine so lustige Zombie-Geschichte. Wirklich, Leute, sie ist einfach so mega lustig. Lest dieses Buch, wenn ihr mal richtig lachen wollt in Büchern. Ich liebe diese Geschichte immer noch sehr. Ich bin immer noch traurig, dass kein dritter Teil hier rausgekommen ist jemals. Und ja, wer weiß, vielleicht kommt er eines Tages ja noch unverhofft, aber... ja, ich kann euch Untot von Christine McKay auf jeden Fall nur empfehlen. Richtig, richtig lustig und ja, ich würde immer mich für die lustigen Bücher entscheiden. Sechstens, bist du ein Sommer- oder ein Winterleser? Ich bin definitiv ein Winterleser. Da ich ein Winterkind bin und nicht im Winter geboren bin, liebe ich den Winter und ja, ich bin definitiv ein Winterleser. Winter ist meine liebste Jahreszeit, was das Lesen betrifft, weil man kann sich einfach so richtig schön zu Hause einmummeln, in eine Decke kuscheln, mit einem heißen Kakao oder Tee sich auf die Couch legen und dann halt einfach ganz gemütlich lesen. Und ja, ich bin da definitiv, was das betrifft, ein Winterleser. Die nächste Aufgabe ist Klassiker oder Mainstream. Und ja, wer mich kennt und guckt, weiß, dass meine Antwort hier definitiv Mainstream ist. Ich lese meistens das, was aktuell ist. Ich gucke, dass ich im Moment ja den Sub abbauen kann und nicht mehr so viele neue Bücher kaufe. Aber ich würde mich hier immer für den Mainstream entscheiden, weil ich halt einfach auch ein Mainstream-Leser bin. Ich gucke, was so für Bücher rauskommen und ich schwimme da so mit dem Strom und mit der Masse und ja, bin da definitiv ein Mainstream-Leser und ich bewundere jeden wirklich, der das auch liest, was nicht Mainstream ist, aber ich kriege das einfach nicht hin. Mich interessieren dann halt solche Bücher definitiv mehr wie Klassiker oder sowas und ja, definitiv Mainstream. Die nächste Aufgabe ist Krimi oder Thriller und ich entscheide mich hier für Thriller und hier rutscht mein Lesezeichen raus. Okay. Die nächste Aufgabe ist Krimi oder Thriller und ich entscheide mich hier für Thriller. Auch wenn ich beide Genres nicht wirklich lese, ihr wisst, ich lese hauptsächlich Fantasy, ich lese hauptsächlich Urban Fantasy und hauptsächlich Liebesromane. Und ja, deswegen ist es eher selten, dass ich mal was in die Krimi-Thriller-Richtung lese, aber wenn, lese ich eher Thriller, weil Krimis mich so überhaupt nicht ansprechen. Also ja, vielleicht habe ich auch noch einfach keinen guten Krimi gelesen, aber so, was ich damals alles so mit gelesen hatte, das hat mir alles nicht gefallen, das hat mich alles nicht angesprochen. Ich muss auch sagen, wenn im Fernsehen eine Krimi-Film kommt oder eine Krimi-Serie, das interessiert mich auch so überhaupt nicht. Und ja, deswegen würde ich mich in dem Fall hier immer für Thriller entscheiden. Und das ist so das einzige Buch, was ich gerade noch im Regal gefunden habe, was so ein bisschen Thriller-mäßig ist. Und ja, wie ihr wisst, ich lese beide Genres nicht wirklich, aber wenn, Thriller. Die nächste Frage ist Buch oder E-Book? Und ihr wisst, E-Books sind meine Stiefkinder, weswegen ich mich immer für das Buch entscheiden würde. Ja, ich habe E-Books hier, aber ich lese sehr, sehr selten E-Books. Also ich bin da wirklich eher ein richtiger Buchleser. Ja, denn E-Books sind immer meine Stiefkinder. Ich bin halt einfach so ein Mensch, ich habe gern was in der Hand.
Also ich blättere einfach so gerne durch die Seiten und ich rieche das auch total gerne, dieses Papier mit der Druckerfarbe. Und ja, ich habe einfach total gerne ein richtiges Buch in der Hand, als mit dem Handy oder mit dem Tablet oder so da zu sitzen. Also ich habe ja keinen E-Reader. Ich habe auch nicht das Bedürfnis, mir einen kaufen zu wollen. Auch wenn ich viele in meinem Umkreis auch habe, die inzwischen umgestiegen sind von Buch auf Kindle oder halt auf Tolino oder was auch immer. Aber ich, ja, bis jetzt bin ich da noch nicht dran. Also bis jetzt brauche ich immer noch ein richtiges Buch. Wie gesagt, vielleicht ändert sich das ja irgendwann nochmal, aber im Moment definitiv Buch. Die nächste Aufgabe ist sammeln oder ausmisten. Wer mein Bücherregal im Hintergrund sieht, ich kann ja mal kurz die Kamera so ein bisschen kippen. Naja, ihr wisst, ne, und so. Ich habe es jetzt nicht ganz so mit dem Ausmisten. Also ich misste schon ab und an mal aus, aber ich bin hier definitiv noch der Sammler. Also ich misste wirklich nur die Reihen aus, wo ich sage, okay, die lese ich definitiv nicht nochmal oder die haben mir definitiv nicht gefallen, die Bücher. Die fliegen raus, aber alles andere bleibt. Und ja, da bin ich definitiv ein Sammler. Die 11. Aufgabe ist entweder Internet oder Buchhandlung. Und auch hier muss ich sagen, hat sich das bei mir in den letzten 4 Jahren sehr geändert. Ich weiß, dass ich vor 4 Jahren noch so gut wie alles in der Buchhandlung gekauft habe. Aber da sich mein komplettes Kaufverhalten in den letzten 4 Jahren komplett geändert hat und ich fast alles nur noch online mache, wo ich weiß, dass das nicht richtig ist, weil man sollte eigentlich den Handel unterstützen, aber ich bin halt wirklich, ich bin so ein Amazon-Suchti. Ich bestelle fast alles bei Amazon. Wirklich, es tut mir leid, dass ich das sage, ich stehe dazu, ich bin ein Amazon-Käufer und damit bestelle ich auch die größte Masse an Büchern bei Amazon. Ich finde, es ist halt einfach leichter, wenn man halt arbeiten geht und da nicht noch rumrennen muss. Ich sag mal so, Amazon-Bestellung, die macht man mal so nebenbei mit. Keine Ahnung, wenn man mal in der Kaffeeküche steht und auf seinen Kaffee wartet, dann macht man das halt mal schnell mit fertig. Und ich finde es halt einfach viel bequemer, als wenn ich loslaufe und ja, in den Laden gehe. So geht es mir aber nicht nur mit Büchern, sondern mit allen. Also ich bin, wie gesagt, generell in den letzten 4 Jahren ein Online-Shopper geworden. Ich vermisse ehrlich gesagt auch das Shoppen durch die Läden nicht, weil ich noch nie so ein Ladenshopper war. Ich habe das immer versucht zu vermeiden. Ich bin auch nie gerne Klamotten shoppen gegangen. Bin ich noch nie so der Mensch gewesen und deswegen entscheide ich mich hier auch für das Internet, weil ich definitiv ein Online-Shopper bin. Auch wenn ich weiß, dass es eigentlich falsch ist und man die Läden eigentlich unterstützen sollte, aber es ist halt so. Ich kaufe, wie gesagt, fast alles online. Die nächste Aufgabe ist entweder Bestseller oder Ladenhüter. Und ich bin ja ein Mainstream-Leser, weswegen ich mich hier auch immer für den Bestseller entscheiden würde. Ich weiß, dass es oftmals sehr viele Ladenhüter gibt, die richtig toll sind, dass es Bücher zu entdecken gibt, die man kaum kennt, die wirklich richtig, richtig gute Stories haben mit tollen Charakteren und alles, aber es ist doch recht selten. Also die meisten Ladenhüter sind nicht ohne Grund Ladenhüter und deswegen, ja, würde ich mein Geld dann an dieser Stelle lieber immer für den Bestseller ausgeben, anstatt für den Ladenhüter. Ja, es ist halt einfach so, wie gesagt, ich bin ein Mainstream-Leser und deswegen ist diese Antwort eigentlich logisch, dass ich mich hier für den Bestseller entscheiden würde. Und die letzte Aufgabe von diesem Tag ist entweder Kochbuch oder Backbuch. Und ja, ich halte euch das gleiche Buch in die Kamera wie auch beim letzten Mal. Das weiß ich, weil das nämlich das einzige Backbuch ist, was ich besitze. Backen macht Freude. Das Original von Dr. Oetker. Ich bin kein Koch- und Backbuchmensch. Wie gesagt, das ist das einzige Backbuch, was ich besitze. Das haben wir aber auch nur mal geschenkt bekommen. Aber ich muss ehrlich sagen, ich habe hier noch nie reingeguckt. Wir sind auch hier so ein Chefkoch.de-Nutzer. Also wir machen das auch alles online. Also wenn wir mal ein Rezept suchen oder uns mal inspirieren lassen wollen, dann, naja, surfen wir so ein bisschen auf chefkoch.de rum und suchen uns da dann was raus, was uns anspricht und was uns gefällt. Und ja, deswegen ist es eigentlich nichts von beiden. Aber wenn, würde ich noch eher zum Backbuch greifen, wie zum Kochbuch. Und ja, aber eigentlich sind wir Online-Leser, was Rezepte betrifft. Ja, ich sag ja, ich bin ein Online-Mensch. Ich bin auch wirklich viel am Handy am Tag über. Und ich weiß, dass es sehr, sehr furchtbar ist. Ich versuche mir das auch immer abzugewöhnen, aber
es funktioniert halt einfach nicht so richtig, weil das Handy ist so krass inzwischen in meinen Alltag auch integriert. Also ich merke das ja auch selber. Ich will das ja teilweise auch gar nicht, aber es ist halt schon wirklich wie so eine Sucht und man kann da irgendwie auch nicht ohne und deswegen an dieser Stelle definitiv chefkoch.de. Und ja, aber wenn wir jetzt mal sagen entweder oder, dann ist es definitiv das Backbuch, weil mit Kochbüchern kann ich noch weniger anfangen. Ich koche bei uns ja auch nicht, das macht ja mein Mann. Ich bin ja eher der Bäcker hier bei uns. Und das war der Entweder-Oder-Tag, die Wiederholung von vor 4 Jahren knapp, wo ich hier eingezogen bin. Ach ja, es ist krass, es ist 4 Jahre her und ja, ich habe 4 Jahre in dieser Wohnung hier gewohnt. So lange wollten wir gar nicht hier drinnen wohnen. Aber es hat sich halt vorher nichts anderes ergeben mit einer anderen Wohnung. Und dann hatten wir ja zwischenzeitlich andere Pläne, die dann nicht funktioniert haben. Aber jetzt hat es ja endlich geklappt und wir ziehen um. Und ich freue mich. Und ja, ihr werdet jetzt sicherlich noch 1, 2 andere Videos hier so mit diesem Hintergrund bekommen, weil ich jetzt noch ein bisschen was drehen muss. Aber danach die Videos gibt es dann aus der neuen Wohnung und ich bin schon sehr gespannt, wie es wird und ob meine Pläne, was die Bücherregale hinstellen und so betrifft, ob das auch alles funktioniert, das sehen wir dann. Und ja, ich bedanke mich an dieser Stelle wie immer fürs Gucken, wünsche euch noch eine schöne Woche und ich sage bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.